Gott ist uns nichts schuldig. Römer Kapitel 4, Verse 4 und 5. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. In 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 18 steht, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Es ist also gerecht, wenn ein Arbeiter seinen Anteil an der erwirtschafteten Arbeit erhält. Das Alte Testament lehrt das ebenso wie das Neue Testament. Es ist egal, wie dieser Gewinn aussieht. Es geht also nicht nur um bare Münze, die so eine Arbeit bewirkt. Paulus übertrug das entsprechend auch auf geistliche Arbeit. Er selbst wollte das für sich nicht in Anspruch nehmen, aber er sagte deutlich, dass es vor Gott recht ist, dass solche auch ihren Lohn erhalten für ihren Lebensunterhalt. Ein Arbeitnehmer würde am Ende des Monats sicherlich seinem Arbeitgeber nicht auf Knien für das unverdiente Geld danken. Er wüsste, dass er es gerechterweise verdient und auch absolut Anspruch darauf hätte. Es ist Pflicht, dem Arbeiter sein Geld zu geben. Es wäre eine Straftat, wenn es nicht so wäre. Im Verhältnis eines Gläubigen zu Gott ist es aber genau andersherum. Weil so ein Sünder weiß, dass er den Lohn, nämlich die Sündenvergebung, nicht verdient hat, beruft er sich auf die Gnade, und so wird die Gerechtigkeit, die auf Jesus Christus ruht, durch sein Werk am Kreuz zu seiner Gerechtigkeit, allein aus Glauben und nicht aus Werken, oder weil man annehmen könnte, es wäre mein Glaube, der es dann verdient hätte, etwas zu ernten, was man aber gar nicht gepflanzt hat. Wir haben nicht unseren eigenen Glauben bepflanzt und alle möglichen Dinge besorgt, damit wir diesen Glauben dann letztlich haben können. Also wir haben keine Erde gekauft, wir haben kein Grundstück gesucht, wo wir dann den Samen ausstreuen. Wir haben auch es nicht regnen lassen und wir haben eigentlich überhaupt nichts getan, um hinterher sagen zu können, ja, das ist jetzt mein Werk, ich habe alles versucht und alles erledigt, alles organisiert, damit letztlich eine Pflanze aus dem Boden hervorkommt, ans Licht kommt und dann wachsen kann. Und also muss ich mir selber auf die Schulter klopfen und feststellen, dass der Glaube etwas ist, was ich mit meiner Arbeitskraft, mit meinem Talent, mit meinem Nachdenken letztlich bewirkt hat. Und Gott hat das gesehen und hat dann seinen Segen drauf gegeben. Und so ist der Glaube also letztlich auch auf meinem Mist gewachsen, wenn man das so ausdrücken möchte. Aber das ist ganz verkehrt. In Galater Kapitel 5, Verse 4 bis 6 schreibt Paulus den Galatern, dass es auch keine Vermischung geben kann zwischen Gnade und Werken, so wie ich das jetzt eben versucht habe auszudrücken. Da steht, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben der Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Gott ist sicherlich nicht unser Arbeitgeber und wir auch keine Angestellten, die Gott gewisse Leistungen bringen müssen, damit er uns als Lohn dann die Vergebung der Sünden schenkt an jedem Monatsende. Das wäre pure Werksgerechtigkeit und so etwas wie eine religiöse Zwangsehe. Das wäre eine haarsträubende Erlösungsmoral, die die freie Gnade Gottes tröpfchenweise instrumentalisiert und dadurch selbstherrlich aufs Übelste missbraucht. Leider geschieht dies in der großen Kirche dieser Welt. Wer in so einem Glaubenssystem steckt, hat Angst und wird auch zur Angst verführt, um bei der Stange gehalten zu werden. Aber Angst
zerstört die Fähigkeit zu lieben und tatsächlich zu vertrauen und Frieden in der Seele zu bekommen. In 1. Johannes Kapitel 4, Verse 17 und 18 lesen wir: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Was ist das doch für ein Unterschied, ob ich aus eiserner Pflichterfüllung heraus versuche, mein Glaubensleben in den Griff zu bekommen, oder ob ich aus verstandener, inniger Liebe zu Gott, aus Gnade mein Leben annehme und mich führen lasse, und dann sicherlich auch dankbare Früchte des Glaubens bringe. Und das ist etwas ganz anderes als ängstliche Werke der Rechtfertigung. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Wir können uns das so denken: Wenn jemand für seinen Lebensunterhalt arbeitet, also Werke tut, dann bekommt er am Ende des Monats seinen Scheck und hat ein Recht auf seinen Lohn. Er hat ihn verdient. Er braucht sich vor seinem Arbeitgeber nicht zu verneigen oder Kratzfüße zu machen, ihm für eine solche Gnade zu danken und zu sagen, er habe das Geld nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Er steckt sein Geld in die Tasche und geht in dem Bewusstsein nach Hause, dass er nur für seine Zeit und seine Arbeit entschädigt worden ist. Doch bei der Rechtfertigung ist es genau umgekehrt. Es mag zwar schockierend erscheinen, doch der Gerechtfertigte ist derjenige, der in erster Linie nicht Werke tut. Er bestreitet, dass die Möglichkeit besteht, sich seine Erlösung zu verdienen. Er schwört jedem eigenen Verdienst ab und kann nicht behaupten, dass auch nur etwas Gutes an ihm sei. Er erkennt an, dass seine größten Bemühungen niemals ausreichen können, um Gottes gerechte Anforderungen zu erfüllen. Stattdessen glaubt er an den, der den Gottlosen rechtfertigt. Er kommt nicht mit dem Argument, dass er ja sein Bestes getan habe, dass er nach dem größten Gesetz gelebt habe oder dass er nicht so schlimm sei wie andere. Nein, er kommt als Gottloser, als schuldiger Sünder und verlässt sich ganz auf die Gnade Gottes. Und was folgt daraus? Sein Glaube wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, weil er nun glaubt, statt Werke zu tun, rechnet ihm Gott Gerechtigkeit auf sein Konto an. Durch die Verdienste unseres auferstandenen Erlösers kann ihn Gott mit Gerechtigkeit kleiden und ihn so zur Aufnahme in den Himmel geeignet machen. Von diesem Zeitpunkt an sieht Gott ihn in Christus und nimmt ihn auf dieser Basis an. Zusammenfassend müssen wir nun sagen, dass Rechtfertigung für die Gottlosen bestimmt ist, nicht für gute Menschen. Es geht hier um Gnade, nicht um eine Bringschuld Gottes. Und Rechtfertigung wird durch den Glauben erlangt, nicht durch Werke. Soweit. In Jesaja Kapitel 41, Verse 9 und 10 lesen wir: Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Geht einem nicht das Herz auf, wenn man das so liest und verstanden hat, nämlich verstanden hat, was diese Gerechtigkeit letztlich als Fundament hat, nämlich die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er für mich am Kreuz erworben hat. Einem Menschen, der das glaubt, dem geht wirklich das Herz auf. Er weiß, dass er erlöst ist, dass alle Schuld vergeben worden ist durch Jesus Christus aus Liebe. Und man liebt ja nicht aus Zwang heraus oder weil man keine Wahl hat, sondern Liebe, die echt ist, kommt aus dem Herzen und hat ganz tief und ganz viel mit Gnade und mit Gerechtigkeit zu tun. Und das ist genau das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. In Lukas Kapitel 5, Verse 31 und 32 sagte Jesus: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und wer das verstanden hat und einsieht, dass er nämlich eine kranke Seele hat und absolut vor Gott nicht gerecht ist, kein Mensch ist das, der hat dann eine Geisteshaltung eines Gläubigen, eines Kindes Gottes und nicht eines frommen und selbstgerechten Angestellten. Bei Gott dürfen wir Kinder sein, die mit großen, leuchtenden Augen sich geliebt und getragen wissen. John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel: Paulus weitet seine Argumentation nun von Abraham auf alle Menschen aus und verdeutlicht damit, dass der juristische Akt Gottes, einen Menschen als gerecht zu erklären, absolut nichts mit irgendwelchen menschlichen Werken zu tun hat. Wenn die Errettung auf der Grundlage eigener Leistung beruhte, dann wäre Gott schuldig, Errettung zu gewähren. Aber die Errettung ist immer eine souverän erteilte Gabe der Gnade Gottes, Epheser 2, 8 und 9, die er niemandem schuldet, aber denen gibt, die glauben. Da Glaube im Gegensatz zu Werken steht, muss Glaube das Ende jeglicher Versuche bedeuten, Gottes Gunst durch persönliche Verdienste zu erwerben. Nur diejenigen, die jeden Anspruch auf einen guten Charakter aufgeben und ihre Gottlosigkeit anerkennen, sind Kandidaten für die Rechtfertigung. Soweit. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte diese tiefe Einsicht und das geistliche Verständnis, dass er allein durch Gottes Liebe und Gnade und dessen Souveränität überhaupt in der Lage war, Glauben zu investieren und nicht auf sich selbst zu schauen. Er schrieb in Psalm 62, Verse 6 bis 9: Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Seid gesegnet. Thank you.